Ja, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute soll es mal darum gehen, Lebensfreude durch Feuerwerk. Das ganze Jahr Feuerwerk zünden. Egal wann man will, wo man will, quasi ohne bürokratische Hürden. Ganz ohne dem Motto, kaufen, zünden, Spaß haben. Falls ich es noch vergessen habe zu erwähnen, das ist sogenanntes Kinder- oder Jugendfeuerwerk. Das darf halt das ganze Jahr gekauft und abgebrannt werden. Die einzige Voraussetzung ist, dass man mindestens 12 Jahre alt sein muss und dann kann man es im Prinzip einfach kaufen und auch das ganze Jahr anzünden. Ich habe hier mal ein schönes Set für euch rausgesucht und zwar ist es das Set Xplode Stromboli. Soll ja ganz gut sein und das werde ich mal heute komplett für euch durchtesten. Wir haben hier verschiedene Vulkane und zwar drei verschiedene. Einmal hier diesen Stromboli A, dann haben wir hier Stromboli B und die Fontäne Stromboli C. Und zwar drei verschiedene Sorten, jeweils mehrfach vorhanden und natürlich auch unterschiedliche Effekte pro Vulkan und Fontäne. Erkennen kann man das auch an diesen verschiedenen Zulassungsnummern. Also jeder Artikel hat eine bestimmte Zulassungsnummer und so können diese Vulkane auch identifiziert werden. Ja Leute, jetzt geht's los. Ich habe hier mir mal ein schönes Plätzchen rausgesucht und jetzt geht's ans Zünden. Werde ich das komplett jetzt mal auspacken. Offen. Alles mal schön ausschütten und dann einzeln wird auf keinen Fall gezündet, sondern einfach paarweise oder dreifach. Es gibt ja drei verschiedene Sorten, habe ich ja im Vorfeld gesagt. Und da muss ich jetzt erstmal alle hier raussortieren. Dann gibt es hier diese großen und die kleineren Vulkane. Hier ist noch ein kleiner. Und dann die großen. Und dann also die Vulkane sind aufgestellt. Jetzt die kleinen zwei. Dann nochmal drei und dann auch vier und das gleiche auch für die anderen. Also hier haben wir diese Fontänen, zwei Stück, dann nochmal drei Fontänen und auch vier Stück. Und bei den großen Vulkanen auch. Wir fangen an da vorne mit zwei Stück, dann natürlich wieder drei Stück und zum Schluss gibt es dann vier Stück. Diese Verpackung hebe ich mir natürlich auf, dass ich nachher auch schön wieder sauber machen kann. Nochmal zur Info, es handelt sich hierbei um Jugendfeuerwerk der Kategorie 1 oder F1, was man halt das ganze Jahr frei erwerben und auch zünden kann. So, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit den großen Vulkanen. Die waren jetzt gerade nicht so gut, aber es gibt ja auch noch die anderen und die sind wirklich wesentlich besser.
Und jetzt noch die 4 Stück. Ich hoffe, ich bekomme sie alle gleichzeitig angezündet. Es geht munter weiter, und zwar jetzt mit diesen Fontänen, 2 Stück. Ich finde, das war doch mal richtig toll, also für Jugendfeuerwerk muss man sagen, richtig gute Brenndauer und ein tolles Crackling. Und jetzt wie immer, ihr kennt das schon, jetzt noch 4 Stück. Und kommen wir mal zu den letzten, das sind die kleinsten. Ich will noch nicht so viel verraten, aber es sollen die besten sein. Viel Spaß, auch wieder 2, 3 und dann 4. Das war doch mal echt nicht schlecht, ohne Mist. Der hat nicht gezündet, den lassen wir mal stehen. Und für Jugendfeuerwerk, also richtig, richtig laut. So, jetzt noch 3 Stück. So, und natürlich, wie immer, auch hier wieder 4 Stück. Also ich muss echt zugeben, ein Jugendfeuerwerk, also Feuerwerk, was man wirklich das ganze Jahr zünden kann, ab 12 Jahren, also ein besseres Sortiment, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht gezündet. Also es ist absolut zu empfehlen. Macht richtig, richtig Laune. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video mal gefallen. Einfach mal wirklich euch auch zu zeigen, dass man nicht immer großes Feuerwerk braucht, sondern es reicht auch Jugendfeuerwerk, mit dem man halt jede Menge Spaß haben kann.